Wir haben heute das große Glück, Sie drei hier für diesen inhaltlichen Input begrüßen zu dürfen. Wir haben Frau Professor Svenja Wendelier. Sie ist Juniorprofessorin an der FU, das ist die Universität Erlangen-Nürnberg, im Institut für Lehrinnovationen. Und ihr Schwerpunkt ist digitales Lehren und Lernen. Frau Stefanie Gell ist wissenschaftliche Mitarbeiterin auch an der FU im Institut für Lerninnovationen. Sie leitet den ILIAS-Service für digitales Lehren und Lernen und Prüfen an der FU. Bastian Küpers ist Softwareentwickler und Dozent am IT-Center der RWTH Aachen. Herzlich willkommen. So, ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich würde gerne kurz auch noch ein, zwei Worte zu uns sagen. Es ist so, Florian Rampel hat eben den Stifterverband schon angesprochen, dass wir drei, und eigentlich gehört auch noch noch ein Matthias Bantel dazu, zu unserem Projekt Prüfung hoch drei. Darüber haben wir unseren Stifterverband kennengelernt. Es gab diese Ausschreibung Wirkung hoch 100, wo wir uns alle drei erstmal unabhängig voneinander beworben haben. Und darüber haben wir festgestellt, dass unsere drei Teilprojekte eigentlich sehr gut zusammenpassen, weil sich ein Thema, nämlich das Projekt von der FAU mit der Didaktik beschäftigt. Dann haben wir das Projekt vom KIT bzw. vom HNDBW. Das ist der Matthias Bantel, der das vertritt. Die beschäftigen sich mit der Vernetzung der einzelnen Akteure und Player beim Thema elektronische Prüfung bzw. digitale Prüfung. Und dann war unser Teilprojekt von der RWTH Aachen, wir beschäftigen uns mit der Technik, die notwendig ist, um solche Prüfungen eben auch zeitgemäß umsetzen zu können. Und deswegen haben wir uns dann zu einem Projekt Prüfung hoch 3 zusammengeschlossen. Im Rahmen dieses Projekts sind wir dann auch in der Community Working Group, die Florian Rampelt eben angesprochen hat, aktiv geworden und haben uns dann entsprechend an der Stelle ja auch gemeinsam mit dem Thema beschäftigt. Zum Start würde ich Ihnen ganz gerne kurz etwas über die Veranstaltungsziele sagen. Wir drei werden heute zu unterschiedlichen Teilthemen einen Blick über die Thematik geben. Wir wollen den Fokus dabei auf die didaktische Einordnung von nicht nur digitalen, aber hauptsächlich digitalen Prüfungen legen. Wir wollen einen ersten Eindruck vermitteln zu dem, was an verschiedenen Hochschulen in Deutschland bzw. im deutschsprachigen Ausland auch schon passiert zum Thema digitalen Prüfungen. Und ganz allgemein wollen wir natürlich einfach auch Ihr Interesse wecken für die weitere Auseinandersetzung mit den Prüfungen. Es gibt ja schon weitere Termine im Rahmen des Infopoints, wo Sie sich auch schon registrieren konnten. Aber auch darüber hinaus ist es natürlich ein Thema, mit dem man sich viel und auch vielfältig beschäftigen kann. Und das ist natürlich etwas, wo wir auch gerne irgendwie Impulse geben möchten. Um so ein bisschen drauf zu schauen, wir haben das in drei Punkte untergliedert. Das sind erstens die Handlungsebenen, dann haben wir die Systematiken und am Schluss die Beispiele. Das wird jeweils einer von uns dreien vortragen. Und damit möchte ich auch direkt übergeben an meine Kollegin Svenja. Du wärst dran. Wunderbar, ganz herzlichen Dank, Bastian. Von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen und sehr schön zu sehen. Ich denke, da kann ich auch mich noch Bastian anschließen, dass wir auch im Namen der Mitorganisatoren sprechen, dass es wirklich sehr schön ist, dass wir so eine große Reichweite auch mit dieser Veranstaltung haben und ebenso interessant zu sehen, dass wir auch einen ganz großen Anteil an Lehrsupport-Mitarbeitenden haben und auch teilweise Personen, die mehrere Perspektiven abdecken, wie eben gerade im Chat angedeutet wurde. Ich möchte jetzt die nächsten 10 Minuten dafür nutzen, eine so was wie eine Hintergrundfolie aufzuzeigen für die Kontexte, in denen sich hochschulische Prüfungen aktuell bewegen, auch zukünftig bewegen werden und in dem Kontext auch einmal auf Handlungsebenen der Prüfungsdidaktik eingehen, was hier auch wirklich sehr, sehr gut passt angesichts der Tatsache, dass wir hier so viele verschiedene Perspektiven auf das Thema aktuell hier versammelt haben und abbilden können. Wir sind in dieser einführenden Veranstaltung, wir können tatsächlich nur anreißen und aber vor allen Dingen einfach mal deutlich machen und zusammenfassen, für welchen Hintergründen wir hier gerade sprechen. Das sind einmal auch schon länger der Bologna-Prozess und mit ihm einhergehend die Kompetenzorientierung, also die ganz starke Annahme und der bildungspolitische Wunsch, dass Studierende als Absolventen von Hochschulen nicht mehr nur einfach Wissen mitbringen, sondern Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie eingeübt haben, die sie erworben haben und die sie dann auch in Arbeits- und Lebenskontexte einbringen können. Das ist durchaus also, auch kontrovers diskutiert, es setzt sich aber immer stärker durch, dieser Gedanke der Kompetenzorientierung, verbunden auch mit dem Stichwort der Employability.
Und das Ganze spielt sich zunehmend ab. Und das ist jetzt auch eine Ergänzung, die seit auch Beginn des Bologna-Prozesses noch ganz, ganz stark zugenommen hat und auch eine ganz andere Relevanz erhalten hat von dem Hintergrund der Kultur, der Digitalität, also der Annahme, dass das menschliche Leben in allen Lebensbereichen stärker von Digitalisierung, Digitalität durchzogen ist, die bestimmte Anforderungen daran stellt, die an Fähigkeiten und Kompetenzen, die Menschen mitbringen müssen im besten Falle, um teilhaben zu können, um Handlungsfähigkeit zu demonstrieren und an Prozessen partizipieren zu können. Also die Annahme, dass Wissen anders produziert wird, dass anders zusammengearbeitet wird, dass Gedanken der Kollaboration, der Zusammenarbeit, des Austausches, der Intelligenz der Gruppe in den Vordergrund rücken, dass aber auch das digitale Medium als Akteur, als eigener Akteur mit eigenen Handlungsweisen in Prozesse mit eingreift und sie formt und bildet. Weniger oder hoffentlich kein Dauerzustand ist aber dann wiederum die Covid-19-Pandemie, die jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren, vielleicht auch an dieser Stelle hier, können wir sie besonders betrachten als Katalysator für bestimmte Entwicklungen, also auch gerade was hochschulisches Prüfen anging. Es ist innerhalb relativ kurzer Zeit relativ viel möglich geworden, teilweise aus der Not heraus, um Sachen einfach, ja, um Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Lehre digital ablaufen kann und als Teil der Lehre dann selbstverständlich auch Prüfung. Als letzten Punkt, der hier aber eine ganz besondere Rolle spielt und der auch in dem White Paper, auf das ich natürlich auch gerne hier an jeder möglichen Stelle aufmerksam machen möchte, eine ganz große Rolle bekommt, ist das Thema des Transferkonzeptes, schließt sich auch wiederum an den Bologna-Prozess und auch an Kompetenzorientierung und fußt darauf, dass Studierende sozusagen oder auch Lehrende in anderen Bildungssektoren bestimmte Themen, Wissen sich aneignen, bestimmte Fähigkeiten trainieren, aber dass es dann eigentlich erst darauf ankommt, diese sozusagen nach dem Erwerb eines Bildungsabschlusses in der Realität, in Anführungsstrichen, im richtigen Leben anzuwenden. Und das Ganze zeigt, also dieser Anspruch, dass es nicht mehr reicht, Wissen wiedergeben zu können und reproduzieren zu können, sondern selber eigenständig anwenden zu können, um gestalten zu können, bedeutet, dass dieses auch auf hochschulische Prüfungen zu übertragen ist, also dass genau diese Möglichkeit des Transfers, der Anwendung stärker eingeübt wird. Also das bedeutet auch hier nicht nur auf Auswendiglernen zu setzen, sondern stärker auf Aufgabentypen oder diese heranzuziehen, die es ermöglichen, dass Studierende so wenig aus der Komfortzone rausgelockt werden, also dass sie Aufgaben erfüllen, die sich von denen unterscheiden, die sie vorher gelernt haben, also dass andere Materialien herangezogen werden, andere Kontexte, also dass immer dieser Transfer von den eigenen Fähigkeiten in andere Kontexte gefördert und gefordert wird. Und anhand dieser Kontexte lässt sich jetzt grundsätzlich ablesen, dass Prüfungen auch gefordert sind, auf diese einzugehen, also dass der Lernprozess in oder mit der Prüfungskultur zusammen sich verändert, um auf diese externen Anforderungen vorzubereiten und dass es natürlich auch bestimmte Herausforderungen, aber Chancen auch bereithält. Und dieses Thema, was sich jetzt hier grundsätzlich erst einmal auf der Makroebene verorten lässt, spielt sich dann aber auch wieder, wenn wir uns konkreter einmal anschauen, was oder wie man überhaupt Handlungsebenen in der Prüfungsdidaktik definieren und auffassen kann. Und auch diese Themen, die wir jetzt hier besprechen werden, sind in dem White Paper angerissen und bilden da auch genauso wie hier eine Hintergrundfolie, auf der dann verschiedene Prüfungstypen, verschiedene Prüfungsszenarien ausgearbeitet werden. Wir haben eben gerade schon festgestellt, hier sind verschiedene Personengruppen anwesend mit verschiedenen Blickwinkeln auf Prüfungen, mit verschiedenen Aufgaben, was die Gestaltung von Prüfungen angeht. Und einige sind direkt in dem sozusagen originär didaktischen Kontext tätig. Andere sind vielleicht eher in der Gestaltung der Rahmenbedingungen tätig. Was aber deutlich wird und was auch deutlich wird, meiner Ansicht nach, in diesem diversen Publikum, was hier heute da ist, dass einfach verschiedene Perspektiven auf Prüfung zusammenspielen, dass sie gleich wichtig sind und natürlich auch in einer bestimmten Wechselwirkung zueinander stehen. Originär betrachtet, also auf der Mikroebene, wäre das didaktische
Prüfungshandeln, also auf Ebene der Lehrveranstaltung, die geplant, durchgeführt, reflektiert, evaluiert wird und damit natürlich auch die Prüfungssituation mit einschließt. Lehrende gestalten die Prüfungssituation bislang maßgeblich. Sie stimmen sich ab mit ihren Studierenden. Im besten Falle legen sie bestimmte Systematiken oder Modelle an, wie das Constructive Alignment, auf das wir auch gleich im Folgenden noch eingehen werden. Aber es ist ganz klar, dass es eigentlich ein didaktisches Handeln ist auf einer sehr kleinen, unmittelbaren Ebene. Gleichzeitig ist es so, und das haben wir, denke ich, auch jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch sehr gut erleben können, auch wieder die Anlehnung an die Worte von Ivo Vandenberg, also wir asphaltieren die Straße, wenn wir sie beschreiten, das ist sehr ähnlich gewesen, ist deutlich gewesen, dass diese unmittelbare Lehr-Lernebene eingebunden ist in größere Ebenen, die sie ganz stark formen. Das sind einmal auf der Meso-Ebene Module, Studiengänge und Curricula. Also es ist tatsächlich so, das wird Ihnen auch allen bekannt sein, Sie gehen täglich damit um, dass die einzelne Lehrveranstaltung in größere Kontexte eingebunden ist, die auch vorgibt oder die einen Rahmen vorgibt, in dem sich Prüfungen dann auch bewegen können. Also was ist vorgesehen als Modulabschlussprüfung? Wie viele Prüfungen sind in einem Studiengang zu erfüllen, was ist das Curriculum, was abgearbeitet wird, wie verhalten sich einzelne Prüfungen zueinander. Also hier durchaus schon eine erste strukturierende Ebene noch einzuziehen, die dann wiederum eingebunden ist in vor allen Dingen auch Entscheidungen und Rahmenbedingungen auf der Makroebene. Also einerseits auf Ebene der Institution, was sind dort organisatorische Rahmenbedingungen, die vorhanden sind, was sind technische Rahmenbedingungen, aber auch darüber weitergedacht, in welchem Rechtsrahmen befinden wir uns, was sind politische Anforderungen, was sind gesellschaftliche Kontextbedingungen, also alles nochmal eine Ebene nach oben gezogen, wo aber ganz deutlich wird, dass Entscheidungen auf diesen beiden oberen Ebenen einen Möglichkeitsraum geben für Handlungen auf der Mikroebene, aber diesen genauso in gewisser Weise restriktiv behandeln können. Hier ist vielleicht ein gutes Beispiel, was auch heiß diskutiert wurde. Die Frage nach dem Proctoring, also bevor tatsächlich auf der Mikroebene in einer Lehrveranstaltung eine solche Prüfungsumgebung mitgestaltet werden konnte, mussten rechtliche Vorgaben beachtet werden, ethische Implikationen, technische Realisierung. Also das ist vielleicht ein Beispiel, wo ganz deutlich wird, dass diese Ebenen ganz stark miteinander verbunden sind. Ebenso wie die Personen, die auf ihn tätig sind, obwohl sie vielleicht jeweils unterschiedliche Blicke auf die hochschulische Prüfung haben. Und was hier vielleicht auch deutlich wird an den Quellen, wenn Sie einmal geschaut haben, sind es überhaupt auch gar nicht Fragen, die sich auf genuin digitale Prüfung beziehen, sondern werden schon seit 1975 diskutiert. Es geht also um ganz grundsätzliche Fragen, die allerdings jetzt die Digitalisierung oder digitale Prüfung als eine weitere Querschnittsebene hier mit berücksichtigen, die wiederum auch andere Anforderungen erstellen kann und in entsprechender Weise auch wiederum auf diesen Ebenen verschiedene Implikationen nach sich ziehen. Ich möchte jetzt gleich direkt einmal weitergeben an meine Kollegin Stefanie Gerl, die sie noch einmal auf die Mikroebene des Constructive Alignments mit zurücknehmen wird. Svenja, vielen lieben Dank für die Einführung. Genau, vielleicht kommen wir jetzt sogar Ihren Wünschen schon etwas näher, denn wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, was gute Prüfungen eigentlich so ausmachen. Im Grunde genommen ist es so, dass Prüfungen, wie gesagt, das Hauptkriterium ist die Validität. Wir wollen aussagekräftige Aussagen über den Lernstand, die Kompetenzen der Studierenden, aber auch eine Reihe von Nebenkriterien, die Sie jetzt auch schon erwähnt hatten. Sie hatten zum Beispiel gesagt, eine Prüfung sollte fair sein. Und das ist natürlich nicht immer einfach zu erfüllen. Eine faire Prüfung bedeutet, dass keine der Studierendengruppe auch benachteiligt wird. Bedeutet zum Beispiel, Sie haben eine Prüfungskohorte, sagen wir mal, zwischen 500 und 1000 Studierende. Das ist nicht immer einfach, diese Prüflinge, ich sage jetzt mal, in einem Durchgang prüfen zu können. Das heißt, vielleicht sind sie gezwungen, aufgrund der organisatorischen Rahmenbedingungen ihrer Hochschule oder auch in den technischen Rahmenbedingungen, dass sie die Gruppe teilen müssen. Dann müssen sie natürlich aufpassen, dass die eine Prüfung nicht leichter oder schwerer ist wie die andere. Das heißt, Fairness spielt eine zentrale Rolle. Genauso aber auch natürlich wie Kriterien, die in anderen Messverfahren auch ihre Wichtigkeit besitzen, wie die Readabilität. Das heißt, dass das Instrument auch messgenau ist. Wir wollen, wenn ein Student oder Studentin ihre Prüfung nochmal durchführen würde, die allergleiche, sollte das gleiche Testergebnis rauskommen. Natürlich sollten Prüfungen auch objektiv sein, bedeutet, dass nur die Merkmale der Person zu dem Testergebnis geführt haben. Die Person beeinflusst das Testergebnis und nicht die Rahmenbedingungen drumherum.
Und Sie sehen schon, wir bewegen uns auch hier wieder auf den einzelnen Ebenen, die Sven ja gerade schon erklärt, auf einer Makroebene und auch auf der Mesenebene durch die Personen, durch die Rahmenbedingungen der Hochschule vor Ort. Wenn wir jetzt ein bisschen didaktischer gehen, und ist zum Beispiel auch ein ganz zentraler Punkt natürlich Transparenz. Wichtig ist, dass Lernziele transparent formuliert wurden und artikuliert wurden, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, auch Feedback zu ihren Leistungen, zu ihrem Fortschritt erhalten. Und natürlich Akzeptanz, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Denken Sie mal daran, Studierende, die sagen, naja, ich habe jetzt gar nicht so gut abgeschnitten in der Prüfung, aber die Prüfungsinhalte, das war eigentlich schon ganz legitim. Das heißt, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Und da spielen ganz viele mehr weitere Punkte natürlich noch eine wichtige Rolle, was eine gute Prüfung ausmacht. Aber einer der uns natürlich hier jetzt auf der Mikroebene besonders beschäftigt, ist der Punkt der Lerndienlichkeit. Alle unsere Bildungsaktivitäten an Hochschulen dienen dazu, das Lernen zu unterstützen. Und das tun auch die Prüfungen. Unser Ziel ist es, über die Lehrangebote Studierende in Anführungszeichen kompetent zu machen. Und die Prüfung unterstützt das ganze Lernen und das Fortkommen. Und es wird auch, glaube ich, ganz gut deutlich, welchen Einfluss Prüfungen auf das Lernen haben und der Studierenden und auch deren Ausrichtung. Prüfungen lenken ganz stark die Lernstrategien der Studierenden. Das merken Sie vor allem daran, wenn Sie zum Beispiel, das kennen Sie vielleicht sogar schon, Ende des Semesters gehen die Finger immer mehr hoch. Ist es zu prüfungsrelevant? Die Fragen nach Prüfungsrelevanz der Inhalte stehen immer sehr stark im Fokus der Studierenden. Jetzt ist aber das, was wir eigentlich nicht wollen, weil wenn wir nur den Fokus auf die Prüfung haben, also nur dieses Lernen fürs Assessment, so nach dem Motto, what you test is what they learn, dann geht ganz viel an dem, was sie eigentlich über die Lernziele vermitteln wollen, fällt natürlich runter. Die Kompetenzen können dann in Ganzheitlichkeit gar nicht erreicht werden. Das heißt, die Frage ist, wie können wir das Ganze aufbrechen, diese Fokussierung aufbrechen, und da helfen uns Modelle. Es wurde vorhin schon erwähnt, das Constructive Alignment ist eins der gängigsten und bekanntesten Modelle, das vielen von Ihnen natürlich schon bekannt sein dürfte. Ich würde es aber trotzdem noch mal ganz kurz anreißen, weil uns durch dieses Modell auch geholfen wird, als Lehrender sozusagen sich zu fokussieren. Denn ich sollte mein Lehrangebot als Lehrender natürlich mit entsprechenden Lehraktivitäten und Lehrmethoden ausstatten und auch die Prüfung, das formative Assessment mit einbinden. Aber alles sollte ausgerichtet sein auf die Lernergebnisse und die Ziele meiner Veranstaltung, also auf die Kompetenzen, die ich den Studierenden am Ende einer Veranstaltung mitgeben möchte. Und das gelingt mir eben, indem ich das aufeinander abstimme. Und Sie müssen sich so vorstellen, wir haben eine Statistikprüfung, und die Studierenden, die zum Beispiel den SPSS-Output interpretieren sollen und mit anderen Forschungsergebnissen im Zusammenhang stellen sollen, bereiten sich ganz anders auf eine Prüfung vor, als auf Studierende, die zum Beispiel diesen Output mit SPSS selbst erstellen sollen. Das heißt, ihre Aufgabe oder die Aufgabe des Lehrenden ist es, hier natürlich entsprechende Lehrmethoden und Aktivitäten anzubieten, auch das Üben zu ermöglichen, sodass das, was Gegenstand und das Ziel der Lehrveranstaltung ist, eingeübt werden kann und auch Gegenstand der Prüfung sein kann. Und diese Abstimmungsprozesse, die finden ja nicht nur auf der Mikroebene statt, also in der direkten Prüfungsgestaltung, sondern die haben natürlich auch Relevanz auf den anderen drei Ebenen, der Handlungsebenen, der Makroebene, der Mesoebene. Wenn es zum Beispiel darum geht, Absolventinnenprofile zu formulieren oder Curricula aufzusetzen, dann ist auch natürlich spielt die Rolle, wie sind die Ressourcen, die Rahmenbedingungen, die rechtlichen, die organisatorischen, und all das spielt zusammen. Denn eine Prüfung ist eine didaktische Handlung, und die spielt sich nicht nur auf der Mikroebene ab, sondern betrifft auch die anderen Ebenen. Und Prüfung bietet in dem Sinne sozusagen für uns die Chance, also das Lernen zu unterstützen und in gewissem Maße auch zu lenken. Und das ist unabhängig davon, ob das Ganze analog stattfindet oder digital. Und den Schritt gehen wir jetzt. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter, und dann darf ich an meinen Kollegen, den Bastian, übergeben. Und wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, inwiefern jetzt die digitalen Elemente, sozusagen Gestaltungselemente, das Ganze auch erweitern. Ja, vielen Dank, Steffi. Ich übernehme an der Stelle gerne. Das heißt, wir sind jetzt im Prinzip beim Punkt angekommen, wo wir uns mal näher anschauen wollen, was
Prüfungen, beziehungsweise wie sich Prüfungen überhaupt gestalten lassen. Das heißt, wir haben hier ein bisschen Funktion und Gestaltungsmerkmale des Prüfens. Und wenn man sich Prüfungen generell anschaut, dann gibt es eigentlich relativ viele Dimensionen, die eine Prüfung so abdeckt. Es gibt halt Form, Art, Feedback und Bewertung. Das sind, ich sag mal, in der Form didaktische Funktionen, die eine Prüfung erfüllt. Und dann gibt es noch gesellschaftspolitische Funktionen, Sozialform, Interaktivität. Und da ist es tatsächlich so, wenn man sich das mal ein bisschen näher anschaut, dann ist es so, dass man bei einer Sozialform zwischen individuellem und kollaborativem Prüfen unterscheidet. Individuelles Prüfen ist zum Beispiel der Klassiker, die Klausur. Das heißt, wir haben zwar eine Prüfungsaufgabe, die sich für die einzelnen Prüflinge nicht unterscheidet, aber jeder und jede legt die Prüfungsleistung komplett individuell ab, wohingegen beim kollaborativen Prüfen wir beispielsweise sowas wie Gruppenprojekte, Gruppenarbeiten haben, wo dann eben eine Gruppe von StudentInnen geprüft werden kann. Und auch da muss man halt so ein bisschen drauf schauen, was sich auch im Zuge dessen, was die Steffi gerade erklärt hat, für ein bestimmtes Lernziel beziehungsweise für ein bestimmtes Setting eigentlich am besten eignet. Ähnlich ist es im Prinzip bei Interaktivität. Ja, also im Prinzip ist es so, wenn man eine Klausur hat, eine Klausur auf Papier ist nicht besonders interaktiv. Wenn man jetzt aber, das ist heute ja auch schon angesprochen worden, mehr in Richtung Kompetenzorientierung gehen möchte, dann lohnt es sich auch ein bisschen dahin zu schauen, dass man authentisch und problemorientiert prüft. Denn die Kompetenzen, die Studierende erlernen sollen, können sie eigentlich nur in einem authentischen Setting mit einem existierenden Problem unter Beweis stellen, weil genau das die Settings sind, wo die Kompetenzen dann eben auch ausgeführt werden können. Und da kann man so ein bisschen schauen, dass man, je nachdem, welche Ausprägungen man da genauer prüfen möchte, man auch kombinieren kann. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeiten, Aufgaben zu kombinieren. Einerseits zum Beispiel authentische, problemorientierte Aufgaben. Das wäre dann eine komplexe Aufgabenstellung. Und können dann zum Beispiel auch die Aufgabenstellung hinsichtlich der Antwortarten oder Antwortformate auch noch variieren. Das heißt, da haben wir schon ein relativ breites Spektrum, wie man so eine Prüfung gestalten kann. Und hinsichtlich der digitalen Prüfung ist natürlich die Interaktivität auch nochmal deutlich gesteigert. Das heißt, wir können an der Stelle jetzt zum Beispiel noch anfangen, Videoclips, Audioclips zu benutzen, um eben so ein authentisches Szenario auszugestalten, was je nach Studiengang auf jeden Fall ein sehr großer Gewinn ist. Dann haben wir das Prüfungsprodukt. Da haben wir dann, spricht man von offenen und geschlossenen Prüfungsformen. Geschlossene Prüfungsformen wäre jetzt ganz klassisch zum Beispiel eine Multiple-Choice-Aufgabe. Das heißt, es gibt ein ganz klar vorgegebenes Setting, wie die entsprechende Prüfungsaufgabe dann eben aussieht. Und dann kann halt aus einer vorgegebenen Liste, eben einer abgeschlossenen Liste von Antworten ausgewählt werden. Wenn man jetzt in Richtung Kompetenzorientierung denkt und in hinsichtlich komplexerer Interaktionsräume, dann bewegt man sich eher hin zum offenen Prüfungsformat. Das heißt, hier würde man über Aufgaben sprechen, wo ein Szenario vorgegeben wird. Das heißt, man hat schon natürlich eine gemeinsame Basis, auch für alle Prüflinge, die sich an so einer Prüfung beteiligen. Aber von da aus ist es erstmal offen gelassen, wie es weitergeht. Ja, man kann zum Beispiel an der Stelle dann, ich komme jetzt selber aus der Softwareentwicklung, das heißt, da könnte man halt zum Beispiel sagen, folgendes Problem soll gelöst werden und beschreiben Sie, wie Sie vorgehen würden, beschreiben Sie, welche Tools Sie einsetzen würden. Und das ist natürlich was sich von Prüfling zu Prüfling extrem unterscheiden kann. Das heißt, da sieht man die Offenheit, weil es gerade in solchen anwendungsorientierten Kontexten natürlich in aller Regel nicht die eine richtige Lösung gibt, anders als bei einer Rechenaufgabe, sondern da hängt es halt im Prinzip immer davon ab, wie auch vielleicht persönliche Vorlieben sind. Gerade in der Softwareentwicklung hat man vielleicht auch Kunden, die bestimmte Dinge von einem haben wollen. Und das beeinflusst dann alles so ein bisschen, wie man zum Ziel kommt. Und dementsprechend gibt es da aber auch kein besser oder schlechter, beziehungsweise auch kein richtig oder falsch. Dann, das, was bei digitalen Prüfungen extrem interessant ist, ist der Prüfungsort. Während der Corona-Pandemie haben wir relativ viel über
Remote-Prüfungen gesprochen. Das waren dann, da werden wir gleich auch noch mal kurz einen Blick drauf werfen können, welche Unterschiede es da geben kann. Aber bei einer Remote-Prüfung ist es ganz grundsätzlich so, dass Studierende nicht mehr die Hochschule besuchen müssen für die Prüfung. Im Gegensatz zur On-Campus-Prüfung, wo halt wirklich in Räumen der Hochschule auf dem Campus geprüft wird. Die klassische Papierklausur ist im Prinzip das Paradebeispiel für so eine On-Campus-Klausur. Jetzt kann man da noch ein bisschen unterscheiden, ob es räumlich fixiert oder räumlich flexibel ist. Also zum Beispiel eine On-Campus-Klausur könnte auch so aussehen, dass man einfach nur irgendwo sein muss, wo man Zugang zu einem bestimmten Wireless-LAN-Netzwerk hat, was von der Hochschule bereitgestellt wird, wo es im Endeffekt aber dann gar nicht so detailliert drauf ankommt, in welchem Prüfungsraum man schlussendlich sitzt. Das heißt, auch da kann man wieder sehr restringiert oder etwas flexibler agieren, selbst wenn man es auf den Campus einschränkt. Und dann kann man halt sozusagen noch einen Schritt weiter gehen. Da kommen wir eigentlich zu dem, was mein persönliches Hauptthema ist. Wie müssen Prüfungsräume technisch vorbereitet sein? Das heißt, wir können einerseits hochschulseits PC-Pools zur Verfügung stellen. Das heißt, da sind Computer, die sind von der Hochschule vorbereitet worden, haben ein exakt definiertes Setting, bestimmte Software da drauf, eben alles so, wie Prüfer das gerne haben möchten und PrüferInnen. Aber man sieht, was Lernprozesse angeht, dass wir dort eine immer größere Individualisierung erfahren. Oder zumindest Studierende eine immer größere Individualisierung sehr begrüßen. Und wenn man das Ganze auf Prüfung übertragen möchte, dann kriegt man Konzepte wie BYOD, also Bring Your Own Device. Das heißt, Studierende können an der Stelle ihre eigenen Geräte benutzen, die sie gewohnt sind, wo die Tasten genau die Abstände haben, die sie kennen, um bei ganz einfachen Sachen anzufangen, wo aber am Schluss auch irgendwie systemweite Shortcuts konfiguriert sein können. Es ist einfach ihre persönliche Arbeitsumgebung und auch das kann einen positiven Effekt auf den Ausgang von so einer Klausur haben. Das heißt, gerade bei digitalen Prüfungen hat man da durchaus viel Spielraum, wie man da vorgehen kann. Und dann ist am Schluss die Frage, wie gehen wir mit der Prüfungszeit um? Ganz grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen diagnostischen, formativen und summativen Assessments. Dabei ist ein diagnostisches Assessment in der Regel zu Beginn eines Semesters und dient zur Einordnung, wer welchen Wissensstand hat. Formatives Assessment findet im Prinzip während des Semesters statt und dient so ein bisschen dazu, den Lernprozess zu begleiten und auch zu überprüfen, ob das so funktioniert, dass im Prinzip das Bestehen eines Moduls wahrscheinlich ist oder nicht. Und summative Prüfungen sind im Endeffekt das, was man so klassisch kennt. Das sind die Modulabschlussprüfungen, die also im Prinzip das gesamte Modul in Summe prüfen, sodass man zu einem Zeitpunkt dann eben entsprechend das gesamte Wissen parat haben muss. Da kann man jetzt tatsächlich auch wieder ein bisschen variieren. Es gibt zeitlich begrenztes und zeitlich unbegrenztes Prüfen. Also so eine klassische Klausur wäre ein zeitlich sehr begrenztes Prüfen. Man setzt sich hin, hat in der Regel irgendwie 1 bis 3 Stunden Zeit, hängt vom Fach ab und dementsprechend muss in genau dieser Zeit dann eben eine Leistung erbracht werden. Wenn man das jetzt ein bisschen mit den Dingen kombiniert, die wir vorher schon gesehen haben und man zum Beispiel kollaboratives Prüfen in einem problemorientierten Kontext nimmt, wo man dann halt also eine Gruppe hat, die in einem offenen Prüfungsformat am Schluss halt ein Ergebnis abliefern soll, was zu einem bestimmten Problemsetting passt, dann bekommt man hier zumindest über das Semester eine zeitliche, ja, also keine zeitliche Begrenzung. Natürlich gibt es irgendwann einen Abgabetermin, aber es sind eben nicht genau die 2 Stunden, wo die Leistung erbracht werden muss, sondern man kann da halt sehr flexibel über das Semester agieren. Dann haben wir paralleles und sequenzielles Prüfen. Das heißt, wir haben auch hier ein bisschen die Frage, schließt man zum Beispiel sozusagen kleinere Einheiten eines Moduls mit Einzelprüfungen ab, sodass man das sequenziell über das Semester macht, oder prüft man am Ende in einer Klausur parallel alle Informationen, die zur Verfügung gestellt werden sollen. Und hier kann man ganz grundsätzlich sagen, und das beeinflusst halt auch so ein bisschen die 4 Punkte, die wir davor gesehen haben, je komplexer die Aufgabenstellung ist, desto länger ist die Prüfung. Also wenn ich ein sehr stark anwendungsorientiertes Problem habe, eine sehr offene Prüfungsform, wo Studierende halt wirklich einen kompletten Prozess oder ein komplettes Produkt designen sollen, das kann ich in aller Regel, wenn überhaupt, nur sehr schwer in einer Prüfungszeit von 2 Stunden
umsetzen. Da bieteten sich dann wirklich Prüfungen an, die über einen längeren Zeitraum, vielleicht sogar das ganze Semester überlaufen. Genau, und das sind halt im Prinzip Dinge, gerade diese 5 Punkte, wo wir durch digitale Prüfungen eben nochmal neue Möglichkeiten an die Hand kriegen. Also was wird bereits digital umgesetzt? Wir hatten ein bisschen was vorbereitet, was wir als Use Cases bzw. Best Practices schon kennen. Das heißt, wir haben hier schriftliche Prüfungen. On-Campus-E-Klausuren werden umgesetzt. Das heißt zum Beispiel unter Benutzung von PC-Pools oder von Bring-Your-Own-Device-Ansätzen. Beides machen wir zum Beispiel, da kann ich ein bisschen was aus der Praxis zu erzählen, auch an der RWTH. Wir haben ein relativ großes PC-Lab, irgendwie 400 Arbeitsplätze, was dafür genutzt werden kann. Aber auch BYOD-Ansätze werden speziell bei uns am IT-Center auch benutzt. Während Corona haben wir auch online Proctored Exams gemacht. Das heißt, die Studierenden saßen zu Hause, haben sich über das E-Learning-System einfach ihre Prüfungen heruntergeladen, haben sie dann bei sich am Schreibtisch ausgefüllt und dann entsprechend die Ergebnisse auch digital wieder zur Verfügung gestellt. Da ist halt, Proctoring ist heute ja auch schon angesprochen worden von der Svenja. Das ist halt immer eine ganz große Frage, ob man diesen Weg jetzt gehen möchte oder nicht. Da ist vieles auch aus der Not heraus geboren worden. Ansonsten gibt es sowas wie online Open-Book-Prüfungen, wo also im Prinzip ein Proctoring, wenn die Prüfung ordentlich designt ist, überhaupt nicht mehr notwendig ist, weil Studierende dürfen sowieso ihr Buch benutzen, Unterlagen benutzen, alles Mögliche benutzen. Dann haben wir Online-Take-Home-Prüfungen, die in aller Regel so gestaltet sind, dass der Prüfungszeitraum etwas weiter gefasst ist als bei diesen Online-Open-Book- oder Online-Proctored-Exams. In der Regel, so kenne ich es bei uns an der Hochschule, sind es dann 2 bis 5 Tage, wie lange so eine Take-Home-Prüfung dauern kann. Das kann eben auch genutzt werden, um im Kontext dessen, was eben als neue Möglichkeit von digitalen Prüfungen genannt wurde, können die eben genutzt werden, um komplexere Aufgaben zu formulieren, für die Studierenden bereitzustellen. Und das vermindert tatsächlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie Prüfungsbetrug vorgenommen wird. Weil wenn ich halt wirklich ein komplexes Szenario ausformulieren muss, das kann ich mir nicht zusammen googeln, so ohne weiteres. Da kann ich aber vor allen Dingen auch nicht einfach das, was jemand anders gemacht hat, übernehmen. Das würde sofort auffallen. Das heißt, da sind wir ja im Prinzip etwas besser aufgestellt aus meiner Sicht. Dann Scan-Prüfungen mit Scan-Drittapplikationen. Das ist im Prinzip eher im On-Campus-Bereich, wo dann halt die Prüfungsbögen ein sehr schematisches Layout haben, sodass sie dann eben digitalisiert und automatisch ausgewertet werden können. Und auch E-Portfolios, das heißt im Prinzip eine semesterbegleitende Prüfungsform, wo halt immer wieder Elemente, die während des Semesters erarbeitet werden, in so ein Portfolio integriert werden, was dann eben am Schluss des Semesters auch als Prüfungsleistung herangezogen und bewertet wird. Dann haben wir mündliche Prüfungen, die können synchron und asynchron stattfinden. Der Klassiker sind wohl die mündlichen digitalen Prüfungen im synchronen Format, wo man sich eben, statt dass man sich in irgendeinem Konferenzraum zusammensetzt für die mündliche Prüfung, dann eben in den digitalen Konferenzraum trifft, sei es Zoom, WebEx oder welche Tools es auch eben sonst noch gibt an dieser Stelle. Und zum Schluss haben wir die praktischen Prüfungen, vor allen Dingen die praktischen Prüfungen mit Drittapplikationen, die also in einem Kontext einer digitalisierten oder im Kontext von einer zunehmend digitalisierten Welt stattfinden, wo eben Workflows und Kompetenzen, die Studierende erlernen sollen, eben selbst wiederum digital sind. Das können ArchitektInnen sein, die mit CAD-Applikationen arbeiten sollen. Das können Softwareentwickler wie bei uns sein, die eben ein Programming-Environment benutzen sollen, um da entsprechende Tools zur Softwareentwicklung anzuwenden. Und zum Thema praktische Prüfung mit Drittapplikationen gibt es nochmal einen ganz eigenen Vortrag im Rahmen des Infopoints hier, weil wir halt auch sehen, dass immer mehr Kompetenzen in immer mehr Studiengängen eben rein digital stattfinden. Ja, und das bringt mich dann zum Ende dieses Impulsvortragsteils und ich übergebe dann wieder zurück an Lavinia. Vielen Dank. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken, dass Sie jetzt alle dabei waren und sich hier eingebracht haben. Vielen, vielen Dank an unsere Referentinnen und Referenten, die sich bereit erklärt haben, diesen umfangreichen Input zu machen. Und Ivo wird uns jetzt einen kleinen Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen geben.
Erstmal möchte auch ich mich nochmal herzlich bedanken für den tollen Input. Also wirklich großartig. Ich glaube, wir haben alle viel mitgenommen und viel gelernt. Und auch die Frage, die wir am Anfang nochmal hatten, wie sehen digitale Prüfungen der Zukunft aus, die stellt sich, glaube ich, jedenfalls aus meiner Sicht auch nochmal ein bisschen anders. Also wir müssen nicht nur digitale Prüfungen denken, sondern wir müssen eigentlich danach fragen, wie digitale Prüfungen aussehen, die mit denen die Studierenden ihre Handlungskompetenzen nachweisen können. Also nachweisen können, dass sie Probleme und Herausforderungen mit wissenschaftlichen Mitteln identifizieren und angehen können. Und diese Art von Prüfung zu gestalten und dafür Lösungen zu finden, da wünsche ich Ihnen allen ganz, ganz viel Erfolg. Und ich glaube, dass wir heute vieles gelernt und gelernt haben, um damit irgendwie einen Schritt weiterzugehen. Und vielleicht ist es dann auch ein guter Anschluss, dass wir sagen, wir haben eben auch oder diese 5 oder diese 6 weiteren Infopoints sollen genau dazu dienen, dass wir Impulse bekommen, um das neu zu denken, um Prüfungen neu zu denken und sie neu zu konzipieren.